ein, zwei Euro klein für Ticket. Ich habe kein Kleingeld mehr. Sag hallo zu meiner Blockcam. Ah, so ein Shirt. Du weißt, ich will diese Shirt. Ich habe nur 30 Cent. Ich habe nur 80 Cent, scheiße. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Roos. Das hier ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit, ihr wisst es ja, mit Casey Rebel. Er hat ein neues Album am Start, Fata Morgana. Es war ja klar, dass wir uns treffen. Mein alter Homeboy, Casey. Wir haben gesprochen über all die heiklen Themen, all die Sachen, die ihr auch immer mich fragt und auch geschrieben habt in den Fragen und all die Sachen, die man natürlich wissen muss. Sein Verhältnis zu Chata. Was sagt er zu diesem ganzen Shisha-Rapper-Zeug? Dann, natürlich, Fata Morgana, der Titel, der Albumtitel. Warum? Wie kam das bis Savior? Und vieles mehr. Ich würde sagen, wir steigen ein. Es ist ein richtig cooles und langes Gespräch geworden. Ich würde sagen, wir steigen ein und wir sehen uns wieder nach der Sendung. Wie immer, Freunde. So, da sind wir wieder. Rosie. Ja, guten Appetit. Dankeschön. Ich esse jetzt schon. Ja. Vorspeise, Marmorspeise. Ja. Willst du auch essen, oder? Ja, mein Essen kommt ja. Ich habe ja auch schon bestellt. Ich habe ein bisschen lange gebraucht hier mit dem Aufbau, mit der Kameras, weil es ist super windig. Also Leute, wenn ihr das nicht seht, es ist mega windig, obwohl gutes Wetter ist. Das ist typisch Deutschland so. Sonne scheint, Regen, Gewitter, Wind. Ja. Danke für die Einladung auf jeden Fall, für das Essen, das du gleich zahlst. Gerne. Schon so diese Technik. Warst du eigentlich gerade in der Türkei gewesen? Urlaub machen? Nee. Wie kommst du raus? Nach dem Album bist du noch. Nach dem Album, als wir auf Tour waren zusammen. Nach einem der letzten Gigs, die wir zusammen gemacht haben, hast du gesagt, ich bin weg. Achso, ja klar. Ja, da warst du weg. Wo warst du? Ja, ja. Ne? Krass, ne? Ja, krass, ne? Ich habe das Gefühl, so war gerade so. Ja, wo wir die Clubshows gemacht haben. Ja. Ja, das war eine geile Zeit. Das war echt eine coole Zeit. Und in der Zeit habe ich auch, muss ich sagen, obwohl ich dich ewig kenne und auch deine Musik natürlich verfolge, in der Zeit habe ich deine Musik mal noch intensiver gespürt, weil ich dabei war. Weil ich dich gebackt habe so ein bisschen und so. Und dann bin ich da so mehr reingekommen. Und ich glaube, deswegen checke ich auch das neue Album. Also nochmal für die Leute, ich habe gerade mir sein neues Album reingezogen im Auto. Du hast mir vorgespielt. Ganz stolz, natürlich. Und ich muss sagen, ja, was sagst du denn? Ja, also was soll ich sagen? Also einerseits typisch Casey, so, ich kenne dich, ich weiß, du machst diesen Style, dann machst du das und dann gibt es einen typischen Casey-Track, einen dies, einen das. Aber dann, habe ich dir auch im Auto schon gesagt, emotionaler, tiefer vielleicht, deeper, wenn man so sagt, also nachdenklicher, würdest du das auch sagen? Emotionaler auf jeden Fall. Also ich habe schon persönlichere Songs, irgendwann anders schon mal persönlichere Songs gemacht. Ja. Aber die Songs sind sehr emotional, aber jetzt nicht unbedingt deep emotional. Ja. Der Song mit Xavier, der ist ja auch sehr emotional. Ja. Aber ganz anders, da ist ja viel Wut drin. Ja. Ja, da ist viel Wut drin und das hörst du, glaube ich, auch raus. Und ja, hast du auf jeden Fall richtig erfasst. Ja, ein typischer Casey-Track ist ja auch da drauf, so ein bisschen mit diesem Biggie-Sample, das hast du fast immer. Oder die letzten zwei, drei Mal habe ich das immer, diese 600 Bands. Ich weiß gar nicht, wie der Track eigentlich heißt komplett, aber für mich heißt der 600 Benzer. Ja, so ein Ding ist ja auch wieder drauf, ja, ja. Also du packst wieder deine Club-Sachen raus, aber der Track mit Summer, der hat mich überrascht. Also du hast einen Track mit Summer drauf, ich weiß nicht, ob die Fans das jemals als Video sehen werden oder ob das als Auskopplung ist, aber der hat mich sehr überrascht zum Beispiel, wo du gesagt hast, jetzt kommt ein Track mit Summer, dachte ich so, High One. Auf die linke Tour mäßig. Genau, ja, nee. Comedy-mäßig so, aber war gar nicht. Ich habe ja mit Jam auch schon andere Zusammenarbeiten gehabt, wie zum Beispiel Dein Ex. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen musikalische Musikalisch, ja, aber Deine Ex ist ja auch mehr so durchgeknallt mäßig. Deine Ex ist ein Hurensohn. Ja, ja. Ein richtiger Hurensohn. So, dieser Album. Aber ich habe mir für dieses Album einfach überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also ja. Gar nicht. Musikalisch ich einfach, auch. Nee, gar nicht. Also ich bin einfach ins Studio gegangen und habe mir gedacht, mach einfach. Ja. Mach einfach alles, worüber du reden willst, worüber du Songs machen willst. Mach das einfach. Ja. Und da ist wieder halt was sehr Facettenreiches bei rumgekommen. Dass ich halt wieder Songs habe, die nach vorne gehen, ja. Songs, die ruhiger sind. Also wieder durch und durch abwechslungsreich. Ja, und mit Jam ist diesmal ein anderer Song geworden. Du hast dir ewig Zeit gelassen mit dem Album, ne? Also das ist sehr lange geschrieben, soweit ich weiß, an dem Album, oder? Ja, also ich lasse mir, also ich habe in den letzten 5 Jahren 5 Alben gemacht. Ja. Das ist jetzt mein 5. Album. Ja. Also ich habe in den letzten 4 Jahren 4 Alben gemacht. Jetzt im 5. Jahr mache ich mein 5. Album.
Und ich habe immer ein Jahr dazwischen Zeit gehabt, aber habe am Album intensiv immer 2-3 Monate gearbeitet. Ja. Ja. Und halt viel Organisation, eine Albumprozedur, die. Aber meistens war ich halt immer so 2-3 Monate vorher fertig, bevor das Album rauskommt. Ja. Und diesmal, ich bin erst letzte Woche fertig geworden. Ja. Und habe Oktober angefangen. Ja, also ich habe glaube ich 7-8 Monate lang nur am Album gearbeitet. Nichts anderes gemacht, nur am Album gearbeitet. Und ja, anscheinend muss ich das immer so machen, weil ich bin mit dem Ergebnis viel, viel zufriedener als zuvor. Ich glaube auch, dass das, du hast so lange an dem Album gearbeitet, weil du meinst gerade, das ist emotionaler. Ich glaube, diese Emotionalität muss man auch verarbeiten können. Wenn man einfach so Banger-Tracks raushaut, so Club, dies, das, kann man wahrscheinlich schneller als so einen emotionalen Track wie mit Xavier den oder auch den mit Summer. Also wenn du wirklich ein Thema hast, was dir auf der Seele brennt und worüber du reden möchtest oder rappen möchtest, Musik machen möchtest, dann geht das ganz schnell eigentlich. Ah, okay. So, dann schreibst du das richtig aus der Feder runter. Warum hat das dann so lange gedauert bei dir? Ja, weil du machst halt viel Schrott auch nebenbei. Ah, okay. Ne? Also du arbeitest an dem Song, das gefällt dir dann nicht. Ja. Dann versuchst du auf Krampf was anderes Cooles zu machen. Ja. Aber die Songs, die dann so auf dieser emotionalen Schiene dann auf deinem Album landen, das sind bei mir Songs, die habe ich alle in 30, 40 Minuten geschrieben. Ah, krass. So. Und das sieht dann immer so aus, als ob man vielleicht an einem Song einen Monat arbeitet. Das dachte ich, ja. Nee, so ist es nicht. Also natürlich arbeitest du länger an einem Song, als du das früher gemacht hast, weil du den perfekt machen möchtest. Aber die Sachen, die finde ich, die so richtig emotional knallen, so, die schreibst du runter einfach. Ich habe hab das Gefühl, dass, also was heißt das Gefühl, ich habe es ja gerade gehört. Ich konnte nicht alles hören, aber ich habe das meiste ja gehört. Ne? Die Songs sind emotionaler, haben wir ja schon gesagt, aber die sind musikalischer auch. Fast über die Hälfte ist gesungene Hooks. Und sehr musikalische Beats, auch wenn das die Beats ballern, muss man sagen. Aber ich kenne dich ja, du lässt dich ja nicht nur auf doof Beats schicken. Du gehst schon auch ins Studio, hörst dir den Scheiß an, entwickelst den Scheiß mit. Ja, gerade bei dem Album jetzt. Also ich hab überall mitproduziert. Wieder mit Judy? Mit Judy und mit Josh. Ja. Mit Judy, Josh, Abbas, ja. Q-Beats, also mit allen eigentlich. Mit, wenn wir da mal Spuren geschickt bekommen haben, haben wir im Studio dann mit Josh und Judy noch verfeinert und alles. Also ich habe überall meine Finger im Spiel. Ja. Ja. Weil ich weiß halt so, okay, wenn ich jetzt an der Stelle so rappen will, dann muss der Beat sich so ändern und dann muss da noch ein Element mit einkommen. Und dann kann ich gut dirigieren, dann sage ich, okay, jetzt muss das passieren, jetzt muss dies passieren, jetzt muss so kommen. Und, bist du anstrengend für die Produzenten? Glaubst du, dass die dich als anstrengenden Partner wahrnehmen? Ah, jetzt kriegen wir erstmal Essen, gut. Ja, super. Medium einmal für mich. Medium für ihn und Medium für mich. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Moment, Medium. Ah, Medium. Ja, gut. Medium ist für Sie. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Guten Appetit zum zweiten Mal. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Yes. Ja, was ich meinte ist einfach, glaubst du, dass die Produzenten, bist du anstrengender als andere, die sich dann einfach mal nur ein Beat schicken lassen oder so? Weißt du? Ja, schon. Also ich weiß es, dass ich ein bisschen anstrengender bin als andere Künstler. Aber vielleicht sind andere Künstler in anderen Sachen anstrengender. Ja. So, vielleicht muss man die wirklich ins Studio zwingen und die sind unpünktlich oder was weiß ich. Ich bin der Erste, der da ist, ich bin der Letzte, der geht im Studio und ich bin die Leute die ganze Zeit am Nerven. Okay, jetzt müssen wir noch so machen, jetzt müssen wir noch da machen. Und wenn wir dann mal fertig sind, dann will ich direkt was Neues wieder anfangen. Mhm. Und ich war mit den ganzen Leuten halt in Fuerteventura und wir haben dort am Album gearbeitet. Mit wem denn? Mit Abbas, Judy und Josh. Ja, genau. Da waren wir. Was bei dir, sowas da, teuer. Ja, aber. 90. Ja, ich wollte aber mich komplett mal ein bisschen isolieren und mit den richtigen Leuten einfach arbeiten. Und da haben die Leute auf jeden Fall ein bisschen gemerkt, so, wie anstrengend das schon sein kann. Wenn du die aus dem Bett holst, die wollen schwimmen gehen. Die wollen in den Pool reinspringen, ich sag nein, lass uns an dem Song noch fertig, lass uns den Song fertig bringen. Ja, so halt, kennst du doch. Aber wie läuft sowas? Haben die Jungs ja ziemlich heiß, das Gemüse. Ja. Wie läuft das denn, wenn man im Ausland produziert? Haben die ganzen Jungs, ihre Sachen mitgenommen? Laptops, Mikrofon? Ja, wir haben alles einfliegen lassen, das ganze Equipment und haben dort. Ich habe halt dort so eine Villa gemietet und dort haben wir dann ein Studio aufgebaut. Ja, und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Ne?
auf dem Weg hierhin habe ich mich gefragt, wer hat nochmal diesen Spruch gebracht? Du hast mehr Beef als Marido. War das Echo, Savas Echo? Savas gegen Echo, genau. Ein Urteil. Mhm. Glaube ich. Und plötzlich hast du mehr Beef als Marido. Und jetzt hast du mehr Beef als Marido, genau. Denn ich habe dich gemacht wie Bobby the Band. Bam. Ja. Und jetzt bist du weg, blick, blick, bang. Genau. Du bist weit weg. Du bist weg. Weit weg. Der Rapper, der Dieter Bohlen den Kopf hält, bald gibt Kopfgeld. Beste Track of all time. Savas ist Knüller. Ich kann mir vorstellen, bei deiner Stimme, das ist ja wirklich so eine Kettensägenstimme. Hm. Du könntest auch bestimmt einen krassen Diss-Track raushauen. Aber keiner will mit Beef mit dir so. Warum will denn Birra keiner dissen? Nein, aber du bist auch jemand, der quasi ohne Beef durchgegangen ist in der Szene. Klar, du hast hier und da mal, ich weiß noch. Ich habe Spaß-Beef gehabt. Spaß-Beef. Diese Moneyboy-Disses und so, das ist ja kein Beef. Ja, ja, klar. Aber ich habe ja jetzt keinen verbitterten, ernstzunehmenden Beef mit irgendjemandem gehabt, wo ich mich die ganze Zeit hin und her gebieft habe mit dem. Ja. Das gab es bei mir noch nie. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass ich das bis hierhin eigentlich mit der Mucke gemacht habe, weißt du? Aber so leicht ist das nicht. Man wird ja auch angesorgt. Man wird ja auch angebieft. Und du bist ja auch bei einem Label, das eigentlich nur für Beef bekannt ist. Oder groß für Beef bekannt ist. Manchmal hast du schon Bock. Ne? Rein aus diesem Ding so. Dieses Messen, dieses Competition-Level. Aber ich fange jetzt keinen. Ich fange ab jetzt bestimmt nicht an, mich über Beef zu definieren. Ich glaube, ich wäre der dümmste Typ überhaupt, wenn ich das machen würde. Weil ich habe es halt bis hierhin ganz sauber, relativ sauber geschafft. Und fange jetzt bestimmt nicht an, irgendwelche Beef-Geschichten aufzurollen und das groß auszuleben in der Rap-Szene. Habe ich auch gar keinen Nerv zu. Ich glaube, ich bin noch jung, aber ich bin so lange dabei, dass ich glaube ich zu alt dafür bin. Ja, du bist doch wirklich ewig dabei. Ja, voll. Crazy Records. Ich glaube, wir müssen mehr reden. Wenn die Leute uns die ganze Zeit so beim Essen zugucken, dann schreiben die, die sind nur am Essen. Beef dauert nicht mehr so lange. Apropos Beef. Du hast ja einen Shisha-Laden. Ja. Wie soll ich sonst anfangen, diese Scheiße? Na, aber ist es mit Ratar so ein Spaß-Beef? Was heißt Spaß-Beef? Ist es denn überhaupt Beef? Ja, was heißt denn Spaß-Beef? Beef ist es nicht. Ja, gut. Yes. Also ich würde sagen, es ist kein Beef. Für eine richtige Prognose braucht man zwei Seiten. Ja, ich weiß nicht, wie er denkt. Für mich ist es kein Beef. Und ich habe mich mit ihm ein Stück weit auch ein bisschen ausgesprochen. Aber ja. Was heißt ausgesprochen? Ja, guck mal, die Geschichte ist so. Um das jetzt mal so ganz ein bisschen zu erläutern. Weil ich halt, glaube ich, das Gefühl habe, dass ein gewisser Klärungsbedarf da ist bei den Leuten da draußen und dass sie gerne mal hören wollen. Wie stehe ich dazu oder wie ist das alles so? Ja. Es gab eine Zeit, da habe ich mit ihm mehr zu tun gehabt. Also was heißt mehr zu tun? Es gab eine Zeit, da habe ich mit ihm ein bisschen was zu tun gehabt. Da hat er mich halt angerufen, als er noch drin war. Und das war die Zeit, wo ich Ever aufs Album gepackt habe. Die war ja auf Banger Rebellieren, war die ja drauf. Falsche Freunde, der Song. Und da habe ich mit ihm ein bisschen geschnackt gehabt. Und ja, da war eigentlich alles ganz in Ordnung. Er meinte, ich freue mich für dich, dass alles bei dir so in Richtung nach oben geht. Und cool, dass ein Landsmann von uns das so weit bringt und alles. Ne? Richtig geil. Danke, dass du Ever auf dein Album genommen hast. Und danke, dass du beim Interpol-Video mitgemacht hast und so. Stimmt, da hat er auch mitgemacht. Ja, genau. Also wir haben ihn ja schon ein bisschen supported, auf jeden Fall. Und ich habe auch gesagt, ja, cool, freut mich, Dings. Ich mag die Ever. Ne? Ich mag deinen Charakter, deine Musik auch sehr. Also es war alles so Dings, ne? In gegenseitigem Respekt und alles schön und gut.
Und dann kam halt irgendwann so ein Knick, dass ich mit ihm nichts mehr zu tun hatte, aber ohne, dass irgendwas passiert ist oder so. Das ist ja auch normal. Ja, das hast du bei ganz vielen Leuten in der Szene halt. Dass du mit dem mal ein bisschen was zu tun hast, ein bisschen und dann irgendwann geht das ein bisschen auseinander und dann triffst du dich wieder. Aber dann war das so, dass er halt rausgekommen ist und ich gehört habe, dass der Shisha-Rapper sagt und so. Ne? Und da habe ich mich so, da habe ich mich schon abgefuckt, ne? Also so leicht abgefuckt. Weil ich habe ja natürlich auch diese Vergangenheit mit ihm, wo alles cool war, so, weißt du? Und dann höre ich, da sagt der Shisha-Rapper und so, und dann habe ich das nicht verstanden, warum er das macht. Was ich aber auch nicht komplett auf mich bezogen habe jetzt, ne? Nur mich hat es aufgeregt, so, Leute vielleicht denken, dass die Leute denken könnten, dass du mich meinst. Ja. So, ja, ja. Weil wenn du das dann sagst und mich nicht meinst, dann sag das doch, dass du mich nicht meinst, so, weißt du? Damit die Leute auch wissen, dass du mich nicht meinst. Dann hat er irgendwann hat er so die Luft da rausgenommen, als er irgendwas gesagt hat von wegen... Ich meine diese heiße Luft, nicht die Shisha-Rapper an sich. Ach so. Ne? Ich meine so, dass irgendwas heiße Luft wäre und bla bla bla. Ja, ja. Dann habe ich mir wiederum gedacht, okay, dann er hat so ein bisschen die Luft rausgenommen, ist ja auch alles schön und gut. Ich muss ja auch nicht alles mögen, so, weißt du? Jede einzelne Zeile oder so, ich muss nicht alles mögen. Und dann kam das Interview mit dir, wo er irgendwas mit Haiwans gesagt hat. Und ja, ich sag Haiwan und das ist mein Wort und bla. Und das ist mir auch scheißegal. So, nimm das Wort, werd glücklich. Also egal ob er oder jemand anders. So, ich habe kein Patent auf das Wort, gar nichts. Mir bedeutet das Wort auch nicht so viel. Es war halt ein cooler Gag, den wir über 2014 so ein bisschen durchgezogen haben im Rahmen von Revolution und alles. Und wir haben einen geilen Song gemacht und alles, weißt du? Aber ich habe jetzt kein Ding so, keinen richtigen Bezug zu dem Wort. Aber als ich dann dieses Interview gesehen habe, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt Shisha-Rapper, ne? Jetzt das, so, was soll die Scheiße, ne? Und dann habe ich von Kurdo die Nummer genommen und dann habe ich ihn angerufen und habe mit ihm gesprochen. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, was das soll, was jetzt Sache ist, was gemeint ist, ob jetzt irgendwas zwischen uns steht. Und da hat er mir lautstark beteuert, so nein, zwischen uns steht nichts und ich meine dich nicht und alles und du hast das falsch verstanden und keine Ahnung, ich meine dich nicht. Dann hat er zu mir gesagt, okay, bei dir hat mir aber auch das und das nicht gefallen. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber bei dir hat mir das und das nicht gefallen. Dann hat, sagen was? Was hat denn bei dir nicht gefallen? Ja, es gibt so einen Comedy-Typ, so, der nimmt diese Mantelsache-Dings auf den Arm. Oder diese Bra-Sache. Dann sagt er so Dedera und keine Ahnung. Ja. Ja. Was jetzt auch Dings ist, so eigentlich... total nebensächlich ist. Es ist einfach, es gab halt etwas, so, was ihm auch nicht gefallen hat. So, weißt du? Ist ja auch egal, was es ist. Es gab etwas, was ihm nicht gefallen hat. Es gab etwas, was mir nicht gefallen hat. Ich habe ihm das offen geäußert, wie ich das mit jedem mache. Du weißt, wie ich bin, wenn ich was höre, wenn ich was weiß. Das Erste, was von mir kommt, ist ein Anruf. So, wenn ich irgendwas von dir hören würde, du weißt, ich würde dich sofort anrufen und sagen, Bruce, du hast das und das gesagt, warum hast du das gemacht? Weil man kann ja über alles sprechen. Das ist eigentlich der beste Weg, weil Gerüchte bauschen sich viel zu oft auf, weil ja, man klar. Nicht anruft. Wenn du nicht anrufst, irgendwann verspielst du die Situation, um überhaupt anrufen zu können, weil die Sache schon zu groß geworden ist. Ja. So, stell dir vor, ich hätte nicht angerufen und diese Sticheleien hätten irgendwann so, dann wäre auf einmal voll die Diss-Geschichte schon daraus passiert. Und ja, deshalb habe ich halt angerufen und habe mit ihm darüber gesprochen. Und wir haben das halt so ein Stück weit, haben wir das halt Dings, haben wir halt herauskristallisiert, dass er und ich eigentlich kein Problem haben miteinander. Und ja, und dann war für mich die Sache eigentlich so gegessen. Nur diese Sticheleien, die er mit Farid hat, ne, die kann ich natürlich nicht lenken, die kann ich nicht kontrollieren, weil er stichelt ja auch. Ne? Er stichelt auch und Farid antwortet, dann stichelt er wieder. Und dann ist das so. Aber ich glaube, er hat gesagt, dass solange alles mit Humor ist, ne, dass das alles so ganz cool ist. Ne? Und ich weiß, dass Farid auch so denkt. Also Farid nimmt das auch ein Stück weit mit Humor und hat da jetzt keinen so einen bitteren Hintergedanken oder was weiß ich. Deswegen, also, keine Ahnung. Also ich habe nichts gegen den, ich weiß nicht, was er gegen mich hat oder ob er was gegen mich hat. Keine Ahnung, ist mir aber auch scheißegal. Ich habe ihm das ja gesagt im Interview. Was hast du gesagt? Ich habe Khataya im Interview gesagt, zu ihm, dass ich finde, dass er sympathisch genug ist und genügend Fans hat, dass er diese Diss-Nummer nicht bräuchte. Und er sagte, das ist auch nur just for fun, ein paar Sachen sind gar nicht so ernst und so. Zum Beispiel das mit Savas, dass das mehr so Spaßfaktor war. Oder dass er da missverstanden wird. Und
Ich finde, das gilt auch für dich. Das weißt du aber auch. Du brauchst den Shit sowieso nicht. Also sowas bräuchtest du jetzt nicht, um Platten zu verkaufen. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ich habe es ja nie gemacht. Man, mir ist es ja auch egal. Farid, Majo oder was weiß ich, die lehnen sich ja auch aus dem Fenster, wenn die ein Album machen. Ne? Genau. Und dann ist es ganz normal. Für einen deutschen Rapper, gerade wie Khatar, der 5 Jahre im Knast ist, dass er rauskommt und seine Position natürlich markieren will. Ja. Ne? Wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. So. Wir verstehen schon alles so. Ja. Deswegen interpretiere ich da jetzt nicht so viel rein und deswegen ist es auch alles ganz okay. Ja. Nur, auch wenn ich jetzt vieles, was ich gesprochen habe mit ihm, nicht so gerne in die Öffentlichkeit tragen möchte, mich hat einfach nur die Situation gestört, dass ich ihn ein Stück weit supportet habe und dass wir cool waren miteinander und dass er rausgekommen ist und einfach angefangen hat, irgendwas zu machen. So, was man so auf mich auch beziehen könnte. Shisha-Rapper. Ja, ich bin Shisha-Rapper. So, was ist überhaupt? Ja, okay, in der Form, von wie er das sagt, mit heißer Luft oder was weiß ich, das würde ich jetzt von mir nicht behaupten. Und die Leute, die mich kennen, die wissen das ja auch. Plus, ich mache ja jetzt nicht so eine Welle draußen. So, dass ich jetzt voll den Harten markiere oder was weiß ich. Dass irgendwas bei mir heiße Luft sein könnte. Aber ein Shisha-Rapper bin ich ja, weil ich habe ja Shisha-Läden. Die Rebel Lounge, die kennt doch jeder. Ne? Also da sind doch jetzt, das ist ja nicht etwas... Vor allem, ich habe mal darüber nachgedacht, gibt es denn überhaupt so viele Rapper, die einen Shisha-Laden haben, offiziell, wo man es weiß? Da fiel mir nicht viel ein, ehrlich gesagt. Nee, aber weil Shisha-Rapper, kannst du schon einige mit meinen. Du kannst auch einen Kurdo meinen. Der hat auch so viel so Shisha-Accessoires und Nargile am Rauchen und okay, der rappt darüber. Okay. Aber da ist ja die Luft raus, weil er hat ja irgendwie, die haben sich ja gefeatured und die haben gemeinsame Bilder und alles so in der letzten Zeit gehabt. Deswegen ist die Luft raus. Also da braucht man sich ja nichts vormachen. Wenn man von Shisha-Rapper erzählt, der erste Name, der einem einfällt, ist ja Casey, weil Casey hat Shisha-Läden. Und auch die Verbindung. Shisha-Rapper, dann Haiwan. Deswegen. Aber ich finde gut, dass ihr geredet habt. Mir ist das egal. Ja. Mir ist das egal. Also wenn ich jetzt, das ist so, ich, ach, keine Ahnung. Einfach, Jungs, kein böses Blut zwischen mir und ihm. Für mich spielt das keine Rolle. Und Shisha-Rapper bin ich gerne. Dafür verdiene ich aber auch mit einem Laden vielleicht in einem halben Jahr mehr, wofür andere ein paar Jahre reingehen und sitzen. Ja. Also ich finde das gut, was ich gemacht habe mit den Shisha-Läden und alles. Also ich bin selber, auch mein Umfeld, meine Familie ist sehr stolz auf mich, was diese Sachen angeht, weil ich ziehe mein ganzes Umfeld damit rein. Von diesem Shisha-Geschäft profitiere nicht nur ich, sondern auch meine engstehenden Freunde, meine Familie. Ich mache diese Sache mit meinem Bruder gemeinsam. Ich finde, das ist etwas, worauf man stolz sein kann und nicht etwas Verwerfliches, Shisha-Rapper. Und jeder raucht Shisha. Er sagt ja selber, er raucht auch Shisha. Von daher... Ich finde aber gut auf jeden Fall, dass ihr geredet habt. Das war eine gute Aktion, weil, wie schon gesagt, das bauscht sich unnötig auf. Das habt ihr beide nicht nötig. Beide seid ihr sehr beliebt und beide seid ihr eben auch nach außen sympathische Leute. Ich glaube schon, dass ihr auch sehr viel Überschneidung habt, was Fans angeht. Ja, ja klar, wir sind Landsleute. Von daher ist das ja klar, dass wir viele Leute haben, die seine Musik hören, die meine Musik hören, für die ist das ja natürlich auch Dings, weil schwierig so, für welche Richtung entscheide ich mich, wenn da so ein Cut kommt, aber keine Ahnung. Apropos Landsleute, das ist ja auch so eine Sache, die auch im Khatar-Interview war. Khatar ist ja sehr, sagen wir mal, nach vorne gehend, was Kurden angeht. Ja? Ja. Wenn man Kurde sagt, dann fällt dir schon als erstes Khatar ein, dann vielleicht Kurdo wegen dem Namen und so. Und dann kommst auch schon du. Und vielleicht kommt noch Haftbefehl, genau. Das ist, ihr seid so... Haft, Azad. Ich. Genau, Azad sowieso, aber Azad ist ja jetzt mit dem aktuellen Album immer ein bisschen länger und deswegen, du bist in der Promophase, dann fällst du natürlich wieder ein. Und eine der häufigst gestellten Fanfragen bei mir war auch immer, ist er jetzt Kurde? Mir persönlich ist das nicht wichtig. Ich höre mir dein Album an und denke mir, geil, ich höre es. Mir ist es voll egal, weißt du? Mir ist aber aufgefallen, dass in letzter Zeit auch mich persönlich immer viele Fans anschreiben mit, sag mal, woher kommst du eigentlich? Und dann denke ich immer, warum wollen die das wissen? Finden die Roos cool? Dann finde ich mich cool. Ist doch egal, ob ich Ami
Kurde, Jude, keine Ahnung, ist doch voll egal. Aber das ist den Kids schon sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Und dann, und aus dieser Sache wird dir oder anderen manchmal ein Vorwurf gemacht, dass man, sagen wir mal, mit dem Trend so mitschwimmt. Bekommst du das mit? Ist dir das wichtig? Ja, ja. Ich habe das einmal mitbekommen und habe dann mitbekommen, dass das schon so eine Resonanz dann hatte, ja. dass paar Leute da so einen Gesprächsbedarf gesehen haben. Nun ist das so, zu der Zeit, wo dieser Text entstanden ist, wo das gerappt wurde, das ist 12 Jahre her. Da war ich einfach mal so 16 oder so. Ja. Ne? Und natürlich würde ich die Sachen, die ich vor 12 Jahren gerappt habe, ne, da stehe ich nicht mehr hinter, wie ich das jetzt tue. Ja, jetzt bist du also, ich würde auch einige Dinge, die ich vor 3-4 Jahren noch gerappt habe, auch hinter denen. Ich hätte jetzt zum Beispiel so einen Crow auf diese Art und Weise, auch wenn das auf lustig war, hätte ich den niemals so gedisst, wie ich das vor 3-4 Jahren gemacht hätte. Ja. Also falsch ist es alle Male. Weil es stimmt einfach nicht. Du kennst mich ja am längsten, du weißt, dass ich ein Kurde bin, deswegen, also falsch ist es alle Male. Aber wieso kommen solche Gespräche, wieso tauchen solche Gespräche auf? Damals hattest du ein ganz anderes Identitätsproblem. Ne? Das hast du heute nicht mehr. Ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger Kurde, der jetzt einfach rausgeht und sagt, ich bin Kurde, ne? Da wurde sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet für ihn. Ja. So, verstehst du, was ich meine? Da wo ich angefangen habe zu rappen, war der 4. Ja. So, verstehst du, was ich meine? Und diese Vorarbeit, wurde einfach geleistet. Wir sind politische Flüchtlinge, sind hierher gekommen. Da, wo ich 4, 5 Jahre alt war, konnte ich nicht durch Marasch laufen. Ich bin aus Marasch und gerade in Marasch und Dersim, die Leute, die sich auskennen, wissen, dass da die Kacke richtig am Dampfen war. Ne? Und gerade aus der Zeit, da konntest du nicht rausgehen und einfach sagen, ich bin Kurde. Ja. Das ging nicht. Ja. Da war eine komplette Assimilation. So, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man das auch. Deswegen ist es leicht für irgendjemanden einfach zu sagen, der hat mal damals das gesagt und der hat damals dies gesagt. Mein Leben ist ja auch auf Leinwand, also nicht auf Leinwand, aber auf Papier. Auf Papier, man und kann es nachschlagen. Man kann es nachschlagen. Ja. Für irgendwelche... Für Hallo. Wenn du ein Foto machen? Ja, komm, machen wir schnell. Bleib sitzen, dann haben wir es auch auf. Okay. Für meinen Sohn, der ist zu Hause. Wir waren jetzt hier essen. Ja? Der ist große... Okay. So, wir zählen, kommst du? Ja. Okay, sie macht kurz Foto mit Fans. Kannst du uns da fotografieren? Kommst du, Silvi? Oh mein Gott, der weiß das so. Gar nicht. Wir haben ihn gar... Komm! Ich komm auch mal hier hin. Ja, dann bleiben wir zusammen. So. Mal alle drauf. So. Danke, das vielen Dank. Danke. Tschüss, ciao. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, für jemanden, der jetzt 16, 17 Jahre alt ist, für den ist es... sehr einfach zu sagen, guck mal, damals ist das von dir aufgetaucht oder damals ist dies von dir aufgetaucht. Willst du noch was trinken? Ja. Noch mal was zu trinken haben? Wasser? Ich hätte gerne auch noch eine Cola Light, bitte. Cola Light und Wasser. Aber San Pellegrino habt ihr nicht. Leider nicht. Ein größeres Wasser? 0,75 wäre es. Ja, das nehme ich. Weil 0,75 ist zu wenig. Ja. Ich trinke heute viel. Dankeschön. Also für diese Leute ist es einfach zu sagen, guck mal, damals ist sowas von dir aufgetaucht. Ja. Du hast vielleicht auch ein altes Kindheitsfoto, was du total peinlich findest, aber bei dir, okay, du hast auch, du stehst jetzt auch im öffentlichen... aber noch nicht so lange wie du jetzt. Genau, aber jemand, der halt ein stinknormaler Typ ist, da ist das was anderes wie bei mir. Es gibt wahrscheinlich auch noch viel peinlichere Sachen, die irgendwann in der Öffentlichkeit auftauchen können. Guck mal, eine Zeit lang ist dieses Bushido-Foto aufgetaucht, wo der peinlich drauf zu sehen war. Und das sind halt Sachen so, mit denen musst du halt irgendwie umgehen können. Ne? Und da, zu der damaligen Zeit, konntest du das nicht einfach so, da wo ich herkomme, einfach so rausposaunen. Dann irgendwann, als ich dann nach Deutschland gekommen bin und dann in Magdeburg gelebt habe, vergiss mal jetzt Kurden, da gab es gar keine Ausländer. Ja, ich verstehe. So, da hast du deinen Mitschüler hat dich gefragt, was bist du? Hast du gesagt, ja, ich bin Kurde, ich komme aus der Türkei. Und ne? Dem warst du Türke aber. Und er sagt, hey, was ist denn Kurde? Ja. Also Türke, nee, Kurde, ja. Türke, ja, okay, Türke. Ja, ja. So, weißt du, da hast du keine, die kennen das ja gar nicht. Das ist ja auch. Wir haben das ja popularisiert, die Vorarbeit wurde ja richtig geleistet, das wurde geebnet. Ja. Und ich finde es frech, das einem nicht anzurechnen, weil die ganzen kurdischen Jugendlichen,
die haben irgendwo ihre Identität nicht nur durch uns. Also ich möchte das jetzt nicht so hoch anrechnen, aber Azad hat, glaube ich, das erste Mal erwähnt, so, dass er Kurde ist. Ja. Und da saß ich auch so, ne, auch als Kurde, habe auch schon angefangen Musik zu machen, ne? Ja. Und da habe ich mir gedacht, boah, krass, Alter, der hat's einfach gesagt. Ja, Hammer, ne? So der hat's gebracht, so, ja. Weißt du? Ja. Und natürlich dann Khatar, als er die Flagge gehalten hat, ne, ja. Und dann Jianamin, Biji Kurde, Kurdistan, dann habe auch ich mich stolz gefühlt, auch obwohl ich selber Musik gemacht habe. Also man sollte schon immer bei der Wahrheit bleiben, und nur weil jetzt kleine Sticheleien aufgetaucht sind oder irgendwelche Differenzen angeblich mit Khatar, bin ich mir jetzt nicht zu schade, ihn in der Sache zum Beispiel zu propsen. Auch bis heute sitzt er in Interviews und redet sehr offen über diese ganze Thematik, ja. Was auch sehr vorbildlich ist. Und bei mir war der Sprung dann erst als ich nach Essen gezogen bin. Ja. Da war nämlich, ich hatte nämlich einen Klassenkameraden, der Hassan, ne? Und dann habe ich mit ihm geredet, und nach einer Woche hat sich herausgestellt, dass, er hat mich gefragt, woher kommst du? Ich habe gesagt, aus Marrakesch. Hat er gesagt, ja. Kommst du aus Passau? Bist du Kurde? Ja. Habe ich gesagt, ja, ich bin Kurde. Hat er gesagt, ich bin auch Kurde. Ich so, bäh! Krass! Ich kannte dieses Miteinander, weil ich ja einfach keinen Kreis hatte, wo sowas war. Ne? Dieses Miteinander kannte. Dann hat er zu mir gesagt, in der Parallelklasse, der Mutter, der ist auch Kurde. Ich so, bäh, Alter. Heftig, Alter. Wo bin ich hier gelandet? Ich bin voll mit dir, ja. So, und dieses Identitätsproblem, ja. Ne? Das ist, das hatten damals, ne, unsere kurdischen Jugendlichen viele. Also wir hatten viele von denen. Das ist, komm, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ne? Ein 18-jähriger deutscher Junge von heute hat einen ganz anderen Bezug zu seinem Land, ja, wie ein 18-jähriger Jugendlicher vor 12 Jahren. Weil da war dieses ganze Nazi-Rechtstum noch viel greifbarer. Verstehst du, was ich meine? Das, ja, war viel mehr. 2006 in Deutschland, davor der Jugendliche und heute der Jugendliche. Wie die WM auch dieses Deutsch-Ding verändert hat. Und so. Ja, ja, klar. Dieses Identitätsproblem, was die dann vor 15 Jahren, vor 10 Jahren noch hatten, so, weißt du, das haben die jetzt ein Stück weit nicht mehr, weil diese ganze Geschichte, ja, diese dreckige Wäsche, die gewaschen werden musste, die ist jetzt so in die Ferne gerückt, dass da eine Arbeit geleistet wurde. Verstehst du, über diese ganzen Jahre. Ja. Und das jetzt aber so zu nehmen und versuchen, mir so als Strick, ja, zu drehen, ja, und das auch dann von den meisten, meisten Jugendlichen, meine Landsleute dann, dass es da so einige gibt, die das dann so sagen, das finde ich total absurd, und das ist auch sehr horizontlos und sehr dumm auch. Und deswegen, also mir kann man da in dieser Sache, man kann mich danach fragen, ja, und dann bin ich auch so cool, ich kann mich hinsetzen und kann darüber auch offen reden und kann die Sachen auch ganz offen und ehrlich ansprechen, aber daraus jetzt einen Strick drehen, das läuft nicht. So. Ich finde, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, die ich sehr interessant finde, über die ich auch schon lange nachgedacht habe. Einmal das Kurden-Ding, wo du in die Klasse kommst und da ist ein anderer Kurde. Ich als Iraner muss sagen, Iraner gibt es in Deutschland auch sehr viel weniger als zum Beispiel Türken. Und da war bei mir auch immer, wenn ich einen Iraner getroffen habe, war immer, boah, krass, ich kann mit dem Farsi sprechen, so, bäh, mies. Badambet-Migam. Aber weißt du, das ist einfach manchmal ein krasses Gefühl, das macht Spaß. Yeah. Aber das ist so ein ähnlicher, aber nicht so ganz krass so wie bei euch. Und ich muss sagen, ich habe ja Sozialwissenschaft studiert und ich sag dir ganz ehrlich was, ne? Ich nehme das mal jetzt vorweg, ne? Ja, ich mir ist scheißegal, was irgendjemand ist, Alter. Sag ich dir ganz ehrlich. So, mir ist auch, ich bin natürlich Kurde, und wenn du jetzt ein Kurde bist, dann kocht das Blut von vornherein schon mal ein bisschen ganz anders. So. Das ist normal, ja, bei deinen Landsleuten oder so. Selbe Kultur, selbe dies. Aber ich scheiß drauf, was ich bin, weil ich bin am Ende des Tages, bin ich in allererster Linie bin ich ein Mensch, ein linksorientierter Mensch. Und wenn wir an einem Tisch sitzen und du meine Ideologie akzeptieren kannst, ne, dann ist mir das egal, was du bist. Verstehst du, was ich meine? Deswegen. Ja, perfekt. Ich wollte nur sagen, ich habe lange im Studium auch immer festgestellt, dass Integration in Deutschland auch deswegen... Ey, guck mal, warte mal, jetzt muss ich noch mal was ja, sagen. Gut. Ne?
Du machst jetzt das, was ich immer mache, die Leute unterbrechen, aber super. Ja, ja. Nee, was ich mit dem Khatar noch besprochen habe, ich habe zu ihm gesagt, ey, du hast mich voll gefickt mit dieser Zeile. Mit dieser Saladin-Zeile. Ne? Ja. Weil ich die in dem Song mit Xavier auch drin habe. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, und das habe ich ihm auch vorweggenommen. Weil ich habe den Song, ich weiß nicht, wann er seinen Song aufgenommen hat, aber ich habe den Song 3 Monate, das war der erste Song, den ich fürs Album aufgenommen habe. Und Kurdo hat ihn letztes Jahr schon gehört. Aber das fand ich auch interessant, so seine Denkensweise, weil die plausibelste Erklärung für dieses Kurden-ISIS-Problem und alles, so weißt du? Die plausibelste Erklärung ist einfach Saladin. Ja. So, und wenn man einmal darauf kommt, so... Kannst du das mal erläutern für alle Leute, die jetzt nicht mitkommen? Ja, Saladin ist eine sehr bekannte Figur aus dem Islam, aber der Kurde war. Okay. So. Und deswegen so dieses ISIS-Ding, weil die versuchen ja wirklich so... Zu sagen, Kurden haben mit Islam nichts zu tun und so, oder was meinst du jetzt? Was ist das? Ja, die pauschalisieren das so, als ob die Kurden jetzt überhaupt mit dem Islam nichts zu tun haben. Dabei sind die meisten 90%, 80%, 70% der Kurden sind Sunniten, anderer Teil Schiiten, Aleviten, ne? Und deswegen, dass das so pauschalisiert wurde, da ist... Saladin so die beste Gegenstellung dafür. Und das fand ich interessant zu sehen, dass Khatar das auch so gesehen hat, ne? Und das schon aufgegriffen hat. Und als ich die Zeile auch drin hatte... Ja, also ihr habt sich abgesprochen, das ist interessant. Nee, aber als ich sein Video geguckt habe und er dann geschockt, meine oder? Zeile schon hatte, ne? So, oder wir hatten gegenseitig unsere Zeilen, weil seins ist vorher erschienen, ne? Aber ich habe halt schon viel früher aufgenommen. Da habe ich mir gedacht, egal, ich nehme die Zeile jetzt nicht... Aber die ist gut. Also die Erklärung dazu, die Zeile ist super. Also wenn du jetzt, dieser Song ist mein Baby und wenn ich die Zeile rausgenommen hätte, dann wäre das wie wenn ich mein Baby im Finger abgeschnitten hätte. Nein, das ist schon perfekt, das so. Und ich finde auch gut, dass ihr das beide gemacht habt. Das ist gut für eure Landsleute, gerade für diese kleine Kern, der das versteht. Gerade auch das ISIS-Problem. Ich finde das gut, dass ihr da was dagegen sagt. Ja, ja, klar. Also was ich sagen wollte, mein dritter Anlauf, ich wollte nur sagen, aber guck mal, ne? Ein Problem, ich wusste, dass du das sagst, aber ich wollte sagen, ein großes Problem der Integration in Deutschland war ja auch, weil die Deutschen selbst ja immer denken, oder die deutsche Politik ja auch so angenommen hat, die kommen aus Türkei, die sind alle Türken, die haben nie kapiert, dass darunter verschiedene Leute sind, also auch Kurden, aber auch andere Völker dabei sind, die nach Deutschland gekommen sind zum Arbeiten, aber natürlich türkischer Pass, ist Türke und dahingehend, deswegen kannst du nicht auf die eingehen so richtig. Weißt du, was ich meine? Du kannst halt nicht auf verschiedene Bedürfnisse eingehen. Der eine ist mehr religiös, der andere ist stärker religiös, der andere ist politisch eher konservativ, der andere ist politisch eher links und so weiter. Das, aber weißt du, was ich interessant finde? Du hast noch was anderes gesagt, gerade und zwar, dein Leben ist auf Papier, weil du bekannt bist, ne? Und heutzutage ist es ja viel krasser als früher. Guck mal, als Kurt Cobain bekannt wurde, ja, da konnte ja keiner sagen, ja, aber vor 5 Jahren hast du noch gesagt, Punkrock ist scheiße oder so. Also, ist nur ein Beispiel, war nicht so, ne? Aber ja, heute, aber wenn einer bekannt wird, kannst du seinen Twitter-Verlauf durchgehen und finden, wo er vor 4 Jahren noch gesagt hat, CSU ist scheiße. Internet-Game, so breit gefächert, so ist alles gespeichert. Alles gespeichert. Das ist dumm, weil es lässt dir gar keine Fehler mehr zu, weißt du? Ja, ja, voll. Weil, guck mal, ein ganz bekanntes Beispiel ist wie heißt diese eine? Boah, wie heißt die auch beim Neffi gesigned ist, diese Sängerin aus USA? Mein Gott, hier, die singt so lethargisch, als ob die gleich am Abkratzen ist. Angels forever, forever. Okay. Wie heißt die nochmal? Nicht Lady Gaga. Boah, Gott, ey. Ihr wisst schon. Weiß das einer? Die singt immer so, die hat so aufgespritzte Lippen, sehr weiße Haut, lange Haare. Sag mir jetzt nichts. Die war eine ganze Zeit lang im Fernsehen immer mit Gameboy, Playboy. Boah, ist auch egal. Was ist mit dem? Aber das wäre geil, wenn ich den Namen wüsste, weil als die bekannt wurde, also wenn mir der Name nachher einfällt, blende ich es hier ein. Als die bekannt wurde, hat man gesagt, ja, aber vor 3 Jahren hat die noch ganz andere Sachen gemacht. Und das passt jetzt gar nicht und bla und bla und bla. Und da habe ich mir auch gedacht, krass. Ja klar, weil es im YouTube, du kannst ihr ganzes Leben verfolgen. Seit dem ersten Song wahrscheinlich. Kein Künstler hat mehr diese Luft, diesen Raum, sich neu zu erfinden. Weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt auch aktuelles Beispiel. Es ist ja jetzt auch bei Dingen so, bei Bassultan Hengst. Guck mal, er macht jetzt komplett diese Popschiene, lustige Songs, cool.
coole Songs. Ich finde die Songs gut. Aber dadurch, dass diese Vergangenheit noch an ihn so dranhängt, ja, lässt ihn keiner eine neue, sich als neu erfinden. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ein bisschen schwierig geworden, hast du recht. Ja, wegen dem Internet halt. Genau. Ja. Und deswegen... Ja. Wobei ich jetzt aber auch nicht irgendetwas gemacht habe. Nein, was ich meine nur, das ist mir eingefallen. So, das ist diese Problematik, die ich damals durchlebt habe. Und du, die Leute jetzt nicht unbedingt, aber du weißt so, aus was für Verhältnissen ich komme. Ja. Ne? Das ist ja so eine ganz andere Welt gewesen. So, und deswegen, das sind halt meistens so die jungen Typen, so, die dann halt in dieser Internetwelt groß geworden sind. Ne? Die schnappen dann irgendwas auf so, und fahren sich darauf ihren eigenen Film. Ältere kurdische Leute, die kommen zu mir und sind übertrieben genau stolz so auf die Sachen, die ich gemacht habe. Ja, weil die genau halt wissen. Dass man halt auch eine Figur hat in der Rap-Musik, die hoch positioniert ist und sagt, okay, der ist auch Kurde. So. Ja, Mann. Ray, mein Gott, ey. Lana Del Rey, mein Gott, da habe ich. Lana Del Rey? Lana Del Rey, Alter, mein Gott, ey, ich bin so behindert. Ist sie denn weiß? Die ist so bleich, Alter. Ist sie nicht schwarz? Nein, Lana Del Rey, die ist so bleich, hat ich aufgespritzte Lippen, macht auf 70er, 60er Ding. Und ja, der hat man halt auch immer vorgeworfen, ja, vor 8 Jahren hast du noch ganz anders gemacht, was soll das oder bla und bla. Dann hat, weißt du, da hieß es immer, ey, wenn du gewusst hättest, was, keine Ahnung, der und der Rockstar damals vorher gemacht hat, aber wir wussten es halt nicht. Die einzige Info, die ich immer hatte über Tupac, ja, war mal in der Bravo. So. Das ist halt diese Internetwelt, ne? Seit das Internet so, früher war es ja so 56K Modem und was weiß ich, da war alles noch sehr schwer. Ja. So alles, und das Internet hatte jetzt nicht so ein... Ja, keine sozialen Netzwerke auch. Du hast halt nie jetzt ist es halt so, keine Ahnung, du guckst, dass die Hälfte der Schauspieler sich damals prostituiert hatten. Ja, absolut. Ja, auf einmal so kommt so richtig die dreckige Wäsche zum Vorschein. Wie, die hat schon mal ein Porno gedreht. Ja. So, der hat schon mal ein Porno gedreht, der kommt so richtig aus dem... Weißt du, was ich meine? Das sind Sachen, die auch im Nachhinein dann alles so aufgetaucht sind. Ich habe früher ja auch zum Beispiel, was jetzt CD angeht, du hast ja in deiner Box ja wieder dir was Neues einfallen lassen und heute macht man ja immer etwas Spezielles. Jeder versucht, was Geiles zu machen für die Fans. Aber guck mal, ich habe früher auch eine CD gekauft, eine Doppel-CD von Tupac oder so, alleine wegen dem Booklet. Ich habe CDs manchmal schon gekauft und das Booklet so richtig so geil so mal 8-mal angeguckt, weil wir hatten kaum Möglichkeiten, Bilder von den Leuten zu sehen. Ja klar, du hast eine CD auch ganz anders wertgeschätzt. Ja. Dieses Booklet kannst du irgendwann auswendig, weil du das einfach so 10-mal überflogen hast in deinem Zimmer, weil du halt auch nicht so viel Zeit vergeuden konntest, weil es kein Internet gab. Na, so weißt du, was ich meine? Heute ist ja so, ich kenne wirklich Menschen so da, verfliegt so der ganze Tag vorm Rechner. Ja, absolut. Und die machen nichts außer Facebook aktualisieren, Twitter aktualisieren, Instagram aktualisieren, von Kommentar zu Kommentar zu fliegen. Und der Tag ist gelaufen und dann, wenn du die fragst, was hast du gemacht so? Ja, gechillt. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Das ist so krass, Mann. Das ist ja, so krass. Ja, und wenn du dann halt so ein Produkt hattest, dann hast du die CD auch ganz anders wertgeschätzt. Was ist in deiner CD, in deiner Box drin? Dieser Selfie-Stick? Ja. Ist wirklich da drin? Ich habe gedacht, das ist ein Gerücht. Nee, ist drin, auf jeden Fall. Also, bevor ich mich damit auseinandergesetzt hatte, hatte das für mich so einen leicht schwulen Touch. Ja, ich habe auch gedacht, was wird das? Ja, ja. Weil das passt nicht, weil einerseits du machst so emotionale Musik, deine CD ist geil genug, dass man die kauft. Dann denke ich mir so... Aber Dings, das ist ja etwas, so, vielleicht hat man jetzt nicht unbedingt den Drang, auf Amazon zu gehen und dann zu Amazon zu durchstöbern und zu gucken, wo kriege ich einen Selfie-Stick her. Ja. Aber wenn man dieses Teil in der Hand hat, kann man wirklich sehr, sehr viel damit anfangen. Ja, ja. So einfach, allein schon im Urlaub, was du alles damit machen kannst und... Das ist halt sehr, sehr praktisch und auch voll die geile Sache eigentlich. Und im Laufe der Zeit habe ich mir einen zugelegt, ne, für die Tour, damit ich halt so coole Tourbilder machen konnte. Und dann ist mir die Idee gekommen, das einfach in die Box zu tun, weil das halt so schwer erhältlich ist, so wenn du die Musik, also wenn du meine Box kaufst und diese ganze Musik und dieses ganze Drum, neben diesem ganzen Drumherum, hast du halt das noch so als Special mit dabei. Genau. Und war auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, das noch zu besorgen und auch sehr kostenspielig. Ich wollte gerade sagen, sowas ist auch nicht günstig dann. Ja, ja, muss ich dann halt, ist dann halt weniger Gewinnmarge für mich. Ja. Dann verdienst du halt an einer Box nicht mehr so viel. Aber ist ja auch egal, ist so ein cooles Special.
Ich war mit so einem Ding, mit so einem aber viel größeren, als du jetzt den hast, das ist so ein richtig ausfahrbares Teil, war ich ja vor 2-3 Jahren auf Ibiza und auf Splash und hab mir mal meine kleine Actioncam drauf gehabt, die eh so einen super Weitwinkel macht. Das ist schon sehr geil. Ja. Auf jeden Fall nur... Da warst du wahrscheinlich einer der Ersten. Ja, ich hatte das... Jetzt das, so damals hieß das auch nicht Selfie-Stick, das hieß einfach ausfahrbare... Stange. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Der Begriff Selfie auch noch nicht etabliert war. War noch nicht Selfie-Stick. Also meine... Selfie hat sich ja so mit dem Instagram-Geschehen so ein bisschen durchgesetzt erst. Pass auf, Instagram, pass auf. Wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram. Ich habe vor ein paar Tagen flache Witze gesammelt auf Facebook für so ein Video, deswegen fällt mir das gerade ein. Aber das stimmt. Das, aber ich sag dir nur wegen dem Selfie-Stick, ich wollte nur sagen, mein Teil habe ich nicht immer dabei. Nach einem Teil habe ich das nicht immer mitgenommen, weil das ja so anstrengend, ey. Das ist so ein Riesenteil, weißt du? Aber wo ich das bei euch im Büro gesehen habe, euer Teil ist schön small, genau. Ja, okay. Kann man ausfahren. Aus, ja, ja. Machen, was du willst. Wer kümmert sich um so eine Box? Ist das das Label? Dann sagst du immer zu, lass mich mal die Musik machen, weil ich muss mich um die Songs kümmern. Macht ihr das Marketing so? Ja, natürlich kümmere ich mich nicht darum, aber die Idee ist halt von mir. Ja. Also ich gehe jetzt nicht dahinter und guck, wie die Bestellungen, wie die zum Vertrieb kommen und wie das alles verpackt wird und alles und keine Ahnung. Ich meine, das sind ja auch komplexe Geschichten. Ich meine, dieses Selfie-Stick ist zum Beispiel in einer Verpackung, das eine Casey Rebel-Verpackung ist. Ah, ja, genau. Auf dem Selfie-Stick ist mein Name und graviert und alles. Und aber ich liefere halt die Ideen. Ja. So, das ist das Wichtige. Ich möchte ein T-Shirt haben. Dieses Jahr habe ich mir für meine Box dieses T-Shirt gewünscht, ein leicht dezenteres Shirt, mal in einer hellen Farbe und wo nur dezent Fata Morgana draufsteht, anstatt so plakativ schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift, weiße Dings. Und das sieht immer, das ist für mich alles so zu sehr Hip-Hop-Merchandise. Zu viel einfach nur noch zusätzlich Kohle machen mit ideenlose Scheiße, so meinst du? Einfach, ja, einfach so stemmen. So, dann lieber so ein Shirt, so was wirklich auch jeder tragen, das könnte ich könnte dieses T-Shirt jetzt hier, den Typen, der hier gerade vorbei läuft, den hätte ich dieses T-Shirt geben können, der kann das tragen, so, weil er hat den, der muss nicht unbedingt den Bezug zu der Musik dann haben. Okay, eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, die aber auch oft gefragt wird, wie kommt es zu einem Feature mit Xavier und natürlich immer, was kostet so ein Feature mit Xavier? Also der ist nicht käuflich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, was aber nicht heißt, dass er es für jeden einfach so macht. Wir wussten halt schon im Vorfeld, dass es sehr schwer ist, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Aber er hat halt den Song gehört, ne? Und dann habe ich einfach am nächsten Tag schon die Spuren gehabt. Nicht wahr? Ja, ehrlich. Ja. Krass. Das war schon heftig, auf jeden Fall. Hut ab auch, ne? Also, der Typ. Song, also jemand muss ihm den Song untergejubelt haben, irgendein Kontakt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, das mache ich. Nein. Guck mal, wir haben zwei Sänger angefragt, dessen Namen ich jetzt aber nicht erwähnen will, die für mich nicht annähernd, auch wenn das jetzt so ein bisschen frontmäßig kommt, die für mich nicht annähernd so in diesem Level von Xavier sind und auf der Stufe stehen, wo er steht. Ja. Und die haben den Song abgelehnt, weil ihnen diese Thematik einfach zu heikel war. So, die wollten halt in der Öffentlichkeit so ihr Saubermann-Image alles behalten. Ja. Und Xavier war so der absolute Wunschkandidat von mir. Ja. Und dann haben wir ihnen den Song geschickt. Und über Cash oder so brauchten wir gar nicht reden, weil er macht es halt nicht für Cash. Wahrscheinlich, der hat genug Cash, müsste das nicht machen. Cash. Ja, also bei dem ist halt, keine Ahnung, den juckt das halt nicht. Der hat halt den Song gehört und dann hat er sich sofort gemeldet und hat gesagt, unglaublich krass. Und ich gehe jetzt ins Studio und am nächsten Tag hat ich die Spuren. Krass. Ja. Das ist heftig. Ich habe gedacht, sowas hat echt lang gedauert. Ja, das ist halt das Ding, ne? So Leute, die sich so voll den Film fahren, bei denen dauert das auch lange. So, die packen dann so 100 Management-Sachen ein, aber ja, hier, ja. Aber da. Damit aber du denkst, er ist groß. Ja. So, weißt du, was ich meine? Die, so, die fahren sich halt ihren eigenen Film. Ja. Und bei Xavier war das überhaupt nicht so. Ja. Überhaupt gar nicht war das so. Ja. Der hat den Song gehört, der hat auch nicht gesagt, ändere die Zeile oder die Zeile, mit der kann ich nichts anfangen oder was weiß ich. Du hörst den Song, stehe ich dahinter oder nicht? Ja, tue ich. Ja. Ich gehe ins Studio, ich nehme auf. So hat er das gemacht. Ja. Kannte er dich? Hat er deine Sachen schon vorher verfolgt und so? Er ist ja ein großer Rap-Fan, er hört ja viel auch. Ja. Ne? Wie fandest du seine Sachen mit Xavash und so? Diese Xavash-Album und so? Gut. Also das
Ja, ich würde sagen, die allermeisten Sachen, die er gemacht hat mit Rappern zusammen, waren geil, aber ich feiere nicht alles, was er gemacht hat. Ich liebe Savior, normal, aber ein, zwei Sachen, wo er mit Rappern gearbeitet hat, habe ich auch gedacht, oh, das hättest du dir sparen können, Dickerchen. Aber gut, ich will keine Namen nennen, aber doch, einen Namen kann ich nennen, ist schon lange, lange her. Ich glaube, der hat mal einen Track gemacht mit MC René auf ein Album namens Bernd, das ist schon 28.000 Jahre her. Okay, das, da habe ich auch gedacht, oh, Dickerchen. Mach nicht so diese. Ja, dieses okay, nicht. Dann habt ihr, okay, du hast den Track von Savior und dann hast du ein Video dazu gedreht. Das Video ist aufwendig. Ich schätze, dass es richtig teuer gewesen ist. Aber noch eine Frage dazu. Warum seid ihr nicht im Video zu sehen? Weil es, also einmal wegen rechtlichen Sachen. Rechtlichen Sachen in Form von, du kannst halt so, da sind ja Nazis und so im Video zu sehen. Ja. Ne? Ja. Und du hast die komplette künstlerische Meinungsfreiheit dann in Videomaterial hast du halt, wenn es als Kurzfilm ist. Und wir wollten diese Bilder aufbewahren, wir wollten die beibehalten. Okay. Wir wollten die nicht wegschmeißen. Deswegen, dafür, dass es ein Kurzfilm sein muss, darfst du halt keine Performance drin haben. Ach so. Verstehst du, was ich meine? Oh, das wusste ich gar nicht. Krass, krass. Ja. Okay. Ja. Deswegen, wir wollten halt explizit einen Kurzfilm. Ich wollte das so. Auch, weil, wenn jemand über so Toleranz redet und alles, ne, dann finde ich so, Menschen haben nun mal dieses Vorurteil, wollte ich nicht, dass sie direkt meine Fresse sehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Sondern, hör mal einfach auf den Text und danach kannst du dich damit auseinandersetzen, falls du mich nicht kanntest, wer ich bin, wie ich aussehe, was für eine Nationalität ich habe, woher ich komme, wo ich aufgewachsen bin und pipapo. Ja, deswegen fanden wir das einfach künstlerisch wertvoller, den Song ohne Performance zu machen und gar nicht im Video mit teilzunehmen. Ja. Lohnt sich das für euch sozusagen? Ihr seid ja Indie irgendwo. Klar, ihr habt jetzt einen Warner Vertriebsdeal. Seid ihr dann Indie eigentlich noch? Ich überlege gerade. Ja, klar. Irgendwo noch schon, ja gut. Na klar, wir haben davor doch auch einen Vertriebsdeal gehabt. Ja gut, Groove Attack ist schon irgendwie Indie. Warner ist schon Major eigentlich. Wenn ich weiß, eine gute Arbeit. Ja gut, ich weiß, bei Warner hast du mehr Möglichkeiten, aber wenn du beim Label bist, beim Label Warner bist, wir nutzen klar, ja nur den Vertrieb. Die bringen unsere Platten in die Läden. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, gut, die haben jetzt mit der Finanzierung eures Videos ja auch nichts zu tun. Nee, deswegen wollte ich fragen, ist es für so einen Indie-Artist wie du, wie Banger Music, lohnt sich das so viel Geld auszugeben für so ein Video? Das war ja mies teuer, so ein Video. Schätze ich einfach mal. Ja, das Video hat 65.000 gekostet. Und rein für den Moment lohnt es sich nicht. Okay. So, aber es macht natürlich dein Produkt größer. Naja, klar. Und baut einen Druck auf deinen Verkauf und so alles auf. Aber für dieses Video so viel Geld auszugeben, es hat sich natürlich nicht gelohnt. Ja. So, also die Antwort ist, es hat sich nicht gelohnt. Aber gerade so ein Song mit so einem Künstler, ich habe irgendwann für mich auch entschieden, so, dass die Sachen qualitativ so wertvoll sein sollen, dass wenn ich gerade bei solchen Songs irgendwann mal zurückblicke und denke, was habe ich getan, dass ich einfach, ich will was sehen, so, woran ich mich festhalten kann und wo ich sagen kann, okay, ich habe richtig geile Sachen gemacht damals. Ja, es ist ein mega Video geworden. Mega Song, mega Video. Aber würdest du sagen, dich haben außerhalb der Rap-Kosmos auch viele Leute wahrgenommen wegen dem Savior-Feature? Ja, voll. Ja, voll übertrieben. Also hast du jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber ich hab so zwei, drei Tage später war ich an der Tankstelle auf dem Weg nach Stuttgart. Ja. War ich an der Tankstelle und habe einfach ein Bild gemacht mit einer älteren Frau, die an der Tankstelle gearbeitet hat. Ne? Und das war überhaupt nicht so mein Publikum, so was ich normalerweise habe. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt bestimmt durch diesen neuen Song auch entstanden. Ne? Wo nochmal ganz neue Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Ja. Ja, ist ja, cool. Von daher lohnt sich das ja auch wieder. Hat sich ja dann vielleicht doch gelohnt. Aber ja, ich denke auch, so ein Video ist vielleicht zu teuer für das Album sozusagen, also viel Geld aus, aber das wird sich halt im Nachhinein rentieren. Also es rentiert sich über die Zeit. Weil immer wieder, wenn du eine Promophase hast, gehen ja Leute hin und gucken deine ganzen Videos. Ganz einfach. Wenn wir viel verkaufen, dann tut es nicht weh. Ja. Und wenn wir nicht so viel verkaufen, dann würde es halt wehtun, so viel Geld nur in ein Video zu investieren. Und das ist ja nicht die einzige Investition. Wir investieren sehr, sehr viel in dieses Album. Ich wollte gerade sagen, es steht ja noch offen, was Kanaken dieses Jahr machen. Kenex In habt ihr in Paris schon gemacht.
Habt ihr in Kennex in Moskau natürlich, haben wir auf Tour immer zusammen gemacht. Das war, ihr habt dieses Kanaken-Ding, dieses Niggas in Paris, ihr habt Kanye und Jay-Z richtig in Mutter gefickt. Moskau da. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wohin geht's. Kannst du das sagen? Nein, nee. Okay. Ich will die Überraschung natürlich nicht. Wann kommt's raus? Also wann sagt ihr es, wenn das Video rauskommt? Wer sagt denn, dass wir da zum Video drehen? Ey, ohne Kennex ein Video geht doch nicht. Ich habe das jetzt voll angenommen. Also meiner Meinung nach 100 Pro, also, ihr müsst das machen. Na, also oder wird das vielleicht too much? Also jetzt habt ihr schon zwei Videos. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Muss man mal schauen. Ich kann dir sagen, dass wenn wir dort ein Video machen wollen würden, ja, dann müssen wir so circa 15 Stunden fliegen. Okay, so also am Arsch der Welt. Kennex in Australien. Guck, wir chillen mit hier. Ja, also ist auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Okay, also gut. Ich will ja auch die Spannung nicht vorwegnehmen. Kannst du denn schon sagen, wie die Stadt heißt? Die Stadt wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, nee, was ich sagen wollte, ist, kannst du den Anfangsbuchstaben der Stadt sagen. Aber das ist, glaube ich, auch, das wäre dann doof. Obwohl, es gibt viele Städte. Kannst du nicht sagen. Ich will nur irgendwas haben. Fängt mit H an. Mit H, okay. Gut. Oder mit A? Wie wird das nochmal geschrieben? Oder mit F? Ich weiß es nicht. Okay. Gut. So, jetzt bist du natürlich bei Banger Music, euer Label-Chef sozusagen. Ich weiß, ihr habt ja so keine Chefs, ihr arbeitet gut zusammen. Ihr seid ein gutes Label so. Es gibt nicht diesen Typen, der immer die Aufmerksamkeit immer auf sich nimmt. Und das habe ich dir ja schon mal gesagt. Das finde ich bei euch cool. Aber euer Label, sagen wir mal, Chef, Farid Bang ist schon wieder auf die 1, hat sehr gut verkauft mit Asphalt Massacre 3. Sowieso läuft das gut. Maju war auf der 1. Du selbst hast ja selber letztes Mal sehr gut verkauft. Was ist das für ein Druck auf einen so? Ist das Druck oder ist das vielleicht sogar, dass man denkt, ey, ganz ehrlich, die Leute, die denken, dass die Einsen einfach so reinflattern. Ja, meine ich ja. Nur weil wir, nur weil Farid ist, Casey ist und Banger Musik ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Gerade dieses Jahr kämpfen wir wieder so hart, so um vorne mitzuspielen. Die Eins, da müssen ganz viele Sachen stimmen, damit man die Eins überhaupt schafft. Ja. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist, wenn ich mir jetzt gerade, wir haben jetzt gerade noch, bevor wir gekommen sind, über ein Release gesprochen, wo jeder denken würde eigentlich, dass es auf Eins gehen würde. Ja. Und ich habe dir die Trendzahlen gezeigt. Und man sieht so, wie schwer es ist, dass er überhaupt auf die 1 flattert. Auch wenn wir jetzt keine Namen nennen. Das ist bei mir genauso schwer wieder. Ich habe wieder voll die harte Konkurrenz. Ja. Und wer sind so die Konkurrenten, weißt du das? Irgendwelche Mainstream-Leute oder auch Rap? Rap gibt's auch. Also allein nur an Rap. Guck doch mal, was ich für eine Woche erwischt habe, dass ich nur allein an Rap. Ich habe Snagger, ich habe Cello Abdi. Cello Abdi kommt an derselben Woche. Ich habe 187 Straßenbande. Ja, und die sind auch die gut am Verkaufen. Ja, die verkaufen ja auch. Ja, die sind halt so, die irgendwie so Underground-mäßig, aber so voll der Underground-Tipp oder so. Ne? Ja, die haben einfach eine sehr stabile Fanbase. Ich glaube nicht, dass sie so viel verkaufen würden wie du, weil du einfach schon Mainstream auch größer geworden bist. Aber die sind Überraschung. Ja, das glaube ich auch nicht, aber trotzdem sind die Jungs stark. Ja. So, weißt du? Und dann Masimoto. Masimoto ist übertrieben. Okay. Gut, da schneidet sich die Fanbase nicht so mit dir. Die Fanbase muss ich nicht schneiden. So. Er hat durch Materia alleine schon eine riesen Vorarbeit, sodass er baut es ja auch immer in seine Live-Sachen ein, dass er da dass dieser grüne Frosch dann auf einmal so kommt oder der grüne Typ halt. Ne? Und Rammstein außerhalb von Rammstein kommen? Ja, okay, das ist hart mit der Eins. Außerhalb von Musik sind das halt, also außerhalb von der Rap-Musik sind halt noch ganz viele andere Faktoren und ganz viele andere Parteien, so die mir das Leben schwer machen könnten. Aber ich muss dazu auch sagen, wir sind auf einem richtig guten Weg und ich bin auch zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr wieder was ganz Großes schaffen könnten. Nur die Leute, die dürfen sich, also wenn sie die Musik feiern und die auch supporten möchten, dann dürfen die das auch nicht außer Acht lassen, dass man dieses Album auch kaufen muss. Und nicht einfach irgendwo dann... Ja, alles gut. Danke. Dass man das dann einfach so das zieht ist, irgendwo. Oder so. Ja, ich glaube auch, du hast recht. Und das ist gut, dass man so etwas auch mal wiederholt, weil Fans haben vielleicht manchmal das Gefühl, das ist ein Selbstläufer.
Ja, ja. Weißt du so? Ah ja, das ist ja, das geht eh auf die Eins. Und man muss immer wieder neu kämpfen. Man muss wie sie. Dann, ey Mann, krass, was du für eine Woche erwischt hast, das ist mir gar nicht einfach. Cello Abdi wusste ich, aber Snagger wusste ich nicht. Masimoto wusste ich nicht. Hallo. 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 Wir wollten nur fragen, ob Sie kurz. Ja, ja klar, können wir machen. Tut mir leid, dass wir stehen. Kein Problem. Ja, klar. Da macht doch mal jemand ein Foto. Dankeschön. Ja, schön, ciao, ciao. Ciao, viel Spaß. Ja, harte Woche auf jeden Fall. Harte Woche. Was soll ich sagen, genau. Dein Album Cover, Fata Morgana, kannst du mal was dazu sagen? Weil voll viele haben sich an den Namen so ein bisschen aufgehangen, ne? Was soll das heißen, Fata Morgana und so? Viele Fans haben mir geschrieben, unbedingt fragen, was soll das überhaupt, wie kommst du überhaupt da drauf? Dann habe ich deine Erklärung dazu gelesen im Netz. Und du hast ja geschrieben, Fata Morgana ist ja wortwörtlich übersetzt, heißt es Luftspiegelung. Ja. Ja, aber Fata Morgana ist der Begriff dafür, diese Illusionen, die so in der Wüste so auftauchen. Daher kennt man ja Fata Morgana. Genau. Und die Symbolik und das, was es verkörpert, ist einfach, dass etwas einfach anders scheint, als es ist. Ja? Ja. Und das hat als roten Faden so über dem Album hinweg sehr gut gepasst. Weil dieses Album genau das als Hauptmessage hat, dass vieles so ist, dass vieles anders ist, als es scheint. Ja. Und das ist auch auf den Songs so schlichtweg immer ein Stück hörbar, wie bei Alles und Nichts, ja, was der Name allein schon sagt. Ne? Ja. Wenn du denkst, dass du alles besitzt, liegst du falsch, du hast alles und nichts. Ja. Musik nahm mir alles, was ich hatte und gab mir, was ich nie bekam. Und ich fahre zwar Benz, aber dieser Benz zeigt mir nicht den Weg. Ich trage zwar eine Rolex, aber sie schenkt mir keine Zeit. Und solche Geschichten, diese ganzen Metaphern. Ja. Passt sehr gut zum Namen Fata Morgana und auch der Xavier-Song. Da geht es ja um Vorurteile. Und Vorurteile sind ja im weitesten Sinne auch eine Art von Fata Morgana. Ja? So, ne? Weil du halt anders denkst, als es wirklich ist, vielleicht über diese Person. Ja. Und dieses Cover hat das einfach nur nochmal unterstrichen und nochmal verdeutlicht. Weil ich halt nachdenklich drauf zu sehen bin. Aber was die Leute nicht wissen, ist, das Cover ist ein Wackelbild. Das, ah, heißt, das heißt, ist das, was du noch sagen wolltest. Ganz ne? Genau, du hast gesagt. Genau, das Cover ist ein Wackelbild. Und wenn du das Cover dann so wackelst, verschwinde ich mit dem Sand. Ah, schön, okay. Du, okay, meine? Cool. Auf der Box, aber das ist auf der Box nicht so, ne? Da ist nur die Schrift auf drauf. Auf den Alben doch. Nein, also nein, auf der Box nicht. Auf der die Box ist ja einfach ja, weiß diese, ich. Ja. In anderer Qualität, diese Sanddings. Ja. Und, nee, cool. Das wolltest du ja noch verraten, genau. Genau. Ja, cool. Das wissen die Leute dann, wenn die das Album in der Hand halten. Nee, cool. Also die Verpackung stimmt, die Musik ist groß. Ey, Xavier-Feature. Alter, was denkst du diesmal? Denkt man über sowas nach wie vielleicht Goldplatte oder so? Nee, also ich denke darüber. Gerade bei euch im Büro, wenn ich bei euch im Büro bin, Platin, Farid Gold, dies, das. Ist das so ein Anreiz auch? Dass man denkt, ah, diesmal muss es klappen. Ja, der Reiz natürlich ist da. Also ich hab jetzt eine goldene mit Killer bekommen. Ja. Eine goldene Platte mit Killer bekommen. Natürlich möchtest du als Künstler Mann. Deine eigene Solo-Platte in der Hand halten, die Gold gegangen ist. Aber Bruce, was soll ich dir sagen? Ich hab's nicht in der Hand. Ja, man kann die auch Leute, ja, die, man darf sich nicht verrückt also was ich auf jeden Fall, was ja. ich auf jeden Fall merke, ist, dass genug Leute die Musik gerade sehr abfeiern, was mich auch übertrieben freut. Nur diese Leute müssen die Platten dann halt auch kaufen und wenn die das kaufen, dann kann es vielleicht realistisch werden. Aber mir jetzt darüber Gedanken zu machen, das wäre total Blödsinn. Ja, ja, man darf sich sowieso nicht verrückt machen. Du hast mir ja schon mal auf der Tour gesagt, man muss einfach machen, hart arbeiten, der Rest genau, ergibt sich. Wir steigern uns jedes Jahr. Genau. Und mittlerweile, weiß ich nicht, bin ich in so Sphären reingekommen, wo ich schon sehr gut verkaufe und unter den Rappern bin, die am meisten verkaufen und ich freue mich darüber, dass ich das mit dieser Musik, mit dieser Art von Musik schaffe und ob das dann mal irgendwann vielleicht Gold gehen kann, schauen wir. Hoffentlich. Ich wünsche es dir. So, mein Lieber, wir sind so ungefähr am Ende. Ja. Ja. Ja, ich wollte dich noch fragen, ist eine Tour schon geplant? Eine Casey Rebel Tour? Ja, klar. Kannst du da schon was zu sagen? Leider nicht viel. Nur am Ende des Jahres werde ich nochmal auf Solo-Tour gehen. Endlich mal Solo-Tour, große Solo-Tour. Genau, es wird meine erste Solo-Tour sein.
Und boah, darauf freue ich mich am meisten. Glaubst du mir das? Das ist spannend. Ja, ja, ja. Das ist meine erste Solo-Tour. Ja. Und guck mal, seit 10 Jahren bist du am Machen und ihr seid immer crewmäßig oder mit jemandem. Ja, genau. Erstes Mal alle Verantwortung auf dich. Und ich hoffe so, dass alle Leute, die jemals schon mal meine Musik gepumpt haben, dass die so sich den Ruck geben und alle kommen und dass wir dieses Album dann gemeinsam feiern können. Und ich werde mir so viel Mühe geben, was die Live-Show und was das Ganze drumherum und alles angeht. Ja. Mal gucken, so, was das für Sphären erreicht, vielleicht mit Liveband, vielleicht ohne Liveband. Also so oder so werden wir das richtig geil aufziehen und ich hoffe, dass die Leute mich auf Tour besuchen kommen. Gut. Mich auf Tour auch besuchen willst? Wenn du mich als DJ einlädst, ja, sonst kannst du mich nicht bezahlen. ich würde sagen, zum Schluss, wenn du Bock hast, 1-2 Fanfragen noch. Okay. Ich guck mal nur, ich habe die meisten Sachen ja eh schon gefragt. Ich muss den Flugmodus rausholen. Mann, damit die Fans auch wissen, dass sie appreciated werden, will ich die Namen von denen vorlesen. So. Hast du eigentlich im Zuge der Säuberung bei Facebook, der Säuberung, wie sich das anhört, hast du da auch viele Fans verloren? Also an Zahlen, nur die Zahlen, dass die Zahlen runtergehen, diese Like-Zahlen. Ja, ja, klar. Naja, ich auch, enorm. Aber jetzt nicht unglaublich, also andere Rapper haben mehr verloren. Ja, das hängt immer, ja, die Facebook löscht. Ich war schon bei über 1 Million. Und jetzt stimmt, jetzt bist du wieder bei 950 oder was, ne? Jetzt bin ich bei 975 oder 970, ich weiß nicht genau. Ja, also in relativ gesehen ist es ja okay bei dir, scheiß drauf. Es sind halt so, ich sag immer, Leute, die sich darüber aufregen, sag ich mal, Dicker, du hast eh keine Fans verloren. Das waren tote Accounts, die waren sowieso egal. Ja, klar. Die kaufen weder dein Album noch liken die irgendwas. Also. Alle haben Leute verloren, von daher ist es. Ja. Ja, das Netz ist hier so schwach, scheiße, ey. Ich versuche mal ein, zwei vorzulesen. Vielleicht bei mir, will ich mal? Ja, kannst du ja auch, geh auf die Fanseite. Ich hab hier nun. Ich hab D1, weißt du? Ja, ich hab O2 nur leider. Bei mir läuft. Aber O2 ist eigentlich gut. Aber irgendwie klappt das gerade nicht. Also nur. Wie heißt er? Bruce Lee. Genau. Bruce Diesem, Lee. Ja, genau. Da direkt unten der. Also nicht halt genau da. Kannst du auch mal selber gucken. Was soll ich denn gucken? Lies halt am besten immer auch gerne den Namen. Wie war das Verhältnis? Fahri Brown, wie war das Verhältnis zu dir und Mesut Özil? Ja, wir waren Mannschaftskameraden. Wir haben ganz lange schon nichts mehr miteinander zu tun. Und der hat sein Ding gemacht, ich mach mein Ding. Ja, wir haben in einer Mannschaft zusammen gespielt. Bei Rot-Weiß Essen. Warum hat er den Schiri geschlagen? Ey, wir leben hier in Ruhrpott. Also ich hab im Ruhrpott gelebt und der Schiri, der war einfach so, ich war glaube ich 16, 17 oder was und der Schiri war glaube ich 18 und der war einfach so ein Ausländer, dann habe ich so, ich bin selber so ein bisschen ruppiger geworden, ihm gegenüber so in meiner Aussprache, dann hat er einfach Hurensohn zu mir gesagt und damals habe ich ihm eine gezimmert dafür und dann habe ich auch, bereust du das? Gerade bei dem Track hört man ich war zu undiszipliniert, um Fußballer zu werden. Ich sag's dir, ich war zu undiszipliniert. Ich habe viele rote Karten bekommen, ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe nebenbei angefangen zu rauchen und so. Aber ich war sehr gut halt, ne? So. Was ist das immer mit Rapper und Fußballprofi fast? K1. Ja. Zu K1 habe ich ich stehe da ganz neutral gegenüber. Ja. Wenn ich habe ihn lange nicht gesehen, wenn ich ihn irgendwo treffen würde, dann würde ich bestimmt mit dem schnacken und sagen, hey K, was läuft? Echt? Also kein Beef, kein Nix, kein alles. Alles gut. Nö. Wie ist Banger Music mit K1? Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Also guck mal, ich rede immer von meiner Sicht der Dinge. So wie, ich bin wie so in Banger Music, in diesem ganzen Komplex, bin ich wie mein eigener Typ nochmal. Okay. So, weißt du? Ja. Ich, wahrscheinlich Meinung zu K1 wegen der ganzen Bushido-Problematik bestimmt. Ne? Aber damit habe ich doch nichts zu tun. Ja. Was habe ich damit zu tun? Was ist hier noch? Sag auch mal gerne den Wie Namen. Kam es zum Kontakt mit Xavier Naidoo, sagt Marvin Lauer? Das habe ich ja gerade erklärt eigentlich. Ja. Ne? Ja. Feature mit Vaisel, Fragezeichen, sagt Dauher, Daudi. Ja, weiß ich nicht, ich kenne ihn ja schon lange. Vaisel ist ein töfter Typ. Und wenn ich ihn irgendwo sehe, dann kann man ja mal quatschen. Ne? Könntest du dir vorstellen, was mit Bushido oder Shindy zu machen? Fragt der Kevin Gerzen. Nee, denke ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, die sind so... Musikalisch oder auch persönlich? Jetzt?
Also feierst du das musikalisch nicht oder? Oder denkst du einfach, das passt vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so. Ich bin sowieso, was diese Zusammenarbeiten geht, so sehr auf mich immer beschränkt. Ja, sehr limitiert. Auch auf dein Album sind da fast dasselbe wie immer, also was Features angeht. Das ist jetzt, außer übrigens Maxim. Maxim, ne? Ist auch drauf, ja. Geiler Typ, guter Sänger. Wie bist du auf den gekommen? Woher kennt ihr? Ich habe ihn kennengelernt in dieser Warner-Konstellation. Ja. Über Warner habe ich ihn kennengelernt. Hat alles ganz gut gepasst und wir haben einen Song zusammen gemacht. Ja, Hammer-Typ. Ja. Kontakt mit Alpagan, fragt Furkan. Nee, habe ich nicht. So, soll ich jetzt noch weiterlesen? Nee, reicht, oder? Wie du Bock hast. Komm, reicht doch hier. Ja, reicht hier. Danke dir. Danke für deine Zeit. Und mir ist aufgefallen, dass du Fingernägel kaust oder was da passiert. Ja. Echt? Immer noch? Ja. Krass. Ich bin so, wenn ich so ein bisschen nervös werde, fange ich an. Ja, das ist nicht gut. Fange ich an zu kauen, no homo. No. Okay, Dickerchen. Danke fürs Essen. Danke für deine Zeit. Lena, ich habe dich in der letzten Zeit oft vernachlässigt. Es tut mir leid dafür, aber ich musste leider mein Meisterwerk machen. Ich habe Fata Morgana jetzt zu Ende gestellt. Ich habe es ungefähr so gemacht, wie ich es dir erzählt hatte. Es ist genau so geworden, wie du es hier vorgestellt hast, Lena. Und ich würde sagen, es ist das beste Album überhaupt. Und es kommt am 12.06. an deinem Geburtstag. Nur für dich. Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier zuzuhören. Casey Rebel, einer meiner Lieblings-Was-Los-Gäste auch immer, weil wir verstehen uns gut. Ich mag ihn, ich mag seine Mucke auch gerne. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass ihr mir mal sagt, in den Kommentaren, wie findet ihr die neue Platte, wie findet ihr die neuen Tracks, die schon als Video rausgekoppelt sind. Mit Xavier, der Track, war ja überdimensional. Dann natürlich zu den Themen mit Xatar, wie ihr das Ganze seht. Das Kurden-Ding, wie ihr das seht. Und, wenn ihr es wisst oder schon Ahnung habt, dann schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das nächste Kennex wird. Kennex in? Ja, ich weiß es natürlich schon. So, Freunde, ich sag mal so, danke fürs Zuschauen, wie immer. Warte mal, abonniert unseren Channel hier bei hiphop.de und ihr wisst, es gibt einen Blog, entweder gab es das heute schon, nachmittags, oder morgen einen Blog, einen Backstage-Blog, wie ich zu Casey Rebel gegangen bin und so weiter, auf meinem Channel, YouTube Ruse World. Yes? Okay, Freunde, ich sag mal an dieser Stelle, bye, ich leg mich mal ins Bett, es ist jetzt 6 Uhr morgens, ich bin richtig im Sack, aber wir haben das alles zack, zack gemacht, ich habe mich Dienstagabend mit ihm getroffen oder nachmittags bis abends und dann direkt nach Hause schneiden, dies, das, ihr wisst es ja, alle, die mich auf Snapchat haben es ja mitbekommen, Ruse World bei Snapchat, dann bekommt ihr mal als erster mit, boah, ich bin schon echt im Arsch, ihr wollt gar nicht meine Haare sehen, deswegen habe ich diese Mütze gemacht, ich sehe chaotisch aus, Freunde. Also checkt den Background-Vlog ab sozusagen und diese Woche gibt es noch auf Ruse World ein verdammt cooles Interview mit Senna von Monrose und es wird auf Ruse World immer weiter Vlogs geben, jeden Tag daily, ihr wisst. Ich hoffe daily. Gangzeichen für Bildzeitung und so, damit die wissen, das ist Hip-Hop. Das ist eine gottverdammte Hip-Hop-Sendung. Ich sag mal so, Freunde, peace out.